Rutherford? Guten Abend, Miss Rutherford. Hier ist Sergeant Floyd. Ich hoffe, ich störe nicht. Aber nein, ich freue mich, wieder von Ihnen zu hören. Es ist doch einige Zeit vergangen, dass wir die Abfahrt meiner Nichte Lillian nach London gefeiert haben. Ja, und es war ein schöner Abend, auf dem ich mich bei Ihnen für ein kleines Privatstudium beworben habe, um meine kriminalistischen Instinkte an den Ihren zu schulen. Das weiß ich noch. Sie sind da eine rühmliche Ausnahme. Die jungen Leute denken oft, dass die alten Leute Dummköpfe sind. Aber die alten Leute wissen, dass die jungen Leute Dummköpfe sind. Die gute Miss Rutherford, immer zu einem Scherz aufgelegt. Nun schießen Sie schon los. Was haben Sie auf dem Herzen? Es ist eine äußerst delikate Angelegenheit. Ob ich Sie zu dieser Stunde noch zu Hause aufsuchen könnte? Wenn Sie meinen, wir könnten das in einer Stunde besprochen haben, dann können Sie jetzt noch kommen. Sie wissen, ich gehe sehr früh zu Bett. Ich bin sofort da. Wie konnten Sie so schnell da sein? Waren Sie in der Nähe? Ich war auf Paddington Hall. So. Haben Sie diese bezaubernde Gartenanlage gesehen? Lauter wunderbare Blumen, Windröschen, Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht. Wunderbar in Ihrer Anordnung. Ich habe leider nicht so darauf geachtet. Ja, ich vergaß für einen Moment. Ich möchte dieses schöne Anwesen schon seit Jahren mal besuchen. Aber lassen Sie hören, Sie haben ein Problem. Sie wissen, dass auf diesem Anwesen die Carpenters wohnen und dass sie sehr zurückgezogen leben. Ja, ich kenne sie nicht persönlich. Wenn sie zu gesellschaftlichen Anlässen gehen sollten, dann nicht in dieser Gegend hier. Mr. Carpenter, also Andrew, ist ein Verwandter von mir. Er ist ein Cousin meines Vaters. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich ihn Onkel Andy genannt. Jetzt sage ich Andrew zu ihm. Er hat für große multinationale Konzerne gearbeitet und viel Geld damit verdient. Mittlerweile hat er sich auf seinen Landsitz Paddington Hall zurückgezogen und lebt von seinen Gewinnen. Sind die Gewinne schmutzig? Nein, absolut legal. Er selbst ist unheimlich aufrichtig und mit einer richtig netten Frau namens Alice verheiratet. Sie ist ein Stück jünger als er, in den 40ern. Und er ist über 60, auch wenn er nicht so aussieht. Ich verstehe. Und was ist das Problem? Es scheint doch ziemlich gut bei ihm zu gehen. Es ist nicht sein Problem, sondern das von Alice. Wie es scheint, hat Alice Drohbriefe erhalten, schon seit einer ganzen Weile. Und er hat es eben erst herausgefunden. Dann ist er doch bei Ihnen, bei Scotland Yard, in den richtigen Händen. Ja, es gibt leider nur einen einzigen Brief, weil Alice die anderen verbrannt hat. Am nächsten Morgen wollte er zur lokalen Polizeistation, hat dann aber lieber mich angerufen. Die Sache soll im kleinsten Kreis geklärt werden. Er hat einen großen Einfluss und saß in etlichen Vorständen der Industrie. Er will so wenig wie möglich Wirbel. Normalerweise ein hochanständiger Bursche, aber wegen dieser Briefe im Augenblick völlig daneben. Er bittet erst um Hilfe, wenn die Situation wirklich zum Verzweifeln ist. Für seine Frau Alice würde er morden. So sehr liebt er sie und ich möchte nicht in der Haut dieses Briefeschreibers stecken, wenn er ihn zu fassen kriegt. Mord aus Liebe ist in einschlägiger Krimi-Literatur und davon, wie Sie wissen, Sergeant Floyd, habe ich eine ganze Menge gelesen, immer wieder ein starkes Motiv. Haben Sie geprüft, ob irgendjemand aus der Gegend ebenfalls Drohbriefe erhalten hat? Das habe ich geprüft. Keine weitere Person, nur Alice. Es ist nicht die übliche Sorte von Drohbrief. Keine schlechten Ausdrücke, keine Bemerkungen erotischer Natur, keine Geldforderungen. Die Briefe beziehen sich auf ein bestimmtes Ereignis aus Alices Vergangenheit. Etwas, was sich wirklich zugetragen hat. Das ist allerdings etwas Ernsteres. Wo ist der Brief jetzt?
Ich habe ihn an Inspektor Bland vorbei ins Labor geschleust. Dort untersucht ihn inoffiziell ein Freund von mir auf Fingerabdrücke. Alice ist außer sich bei dem Gedanken, dass andere Polizisten ihn lesen würden. Sie möchte nicht, dass irgendjemand davon erfährt. Andrew kennt die Geschichte, weil sie ihm alles erzählt hat, als sie geheiratet haben. Ich würde sagen, dass es eine Frau ist, die Briefschreiberin. Frauen machen solche Dinge. Es gibt auch genügend Männer, die solche Briefe geschrieben haben. Alice ist jedenfalls in Panik. Sie sagt, sie müssten das Haus verkaufen und fortziehen, wenn die Geschichte bekannt würde. Die Leute auf dem Land zeigen oft ein ungesundes Interesse für Dinge, die sie nichts angehen. Und Gerüchte verbreiten sich wie Lauffeuer. Von jeder Gästeliste gestrichen zu werden, bedeutet eine Katastrophe. Die ländliche Stille und der scheinbare Frieden tut den Leuten nicht gut. Es macht sie merkwürdig und wer weiß, was in ihren Köpfen vorgeht. Wollen Sie andeuten, dass einer von Ihnen Alice Geheimnis entdeckt hat? Vielleicht. Doch warum sie mit Drohungen quälen? Was will er damit bezwecken? Warum erzählt der Unbekannte es nicht allen, um ihr zu schaden? Ich weiß es nicht. Alice würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Sie hat keine Feinde. Sie hat zumindest einen Feind. Doch, Sergeant Floyd, bevor ich mich entscheide, ob ich Ihnen helfe oder nicht, muss ich wissen, worum es genau geht. Sie wissen, ich bin die Diskretion in Person. Mir ist klar, dass Sie es erfahren müssen. Ich habe Andrew gewarnt. Sie haben ihm gesagt, Sie würden mit mir reden? Ja, natürlich. Vor 25 Jahren stand Alice vor Gericht. Sie wurde für unschuldig befunden, das heißt nicht schuldig. Die Jury kam zu dem gleichen Schluss. Und warum macht sie sich dann Sorgen, die Nachbarn könnten es erfahren, Sergeant Floyd? Weswegen stand Alice vor Gericht? Mord. Mr. Headington. Aber Miss Rutherford, wie sehen Sie denn aus? Feldstecher, grüner Hut mit Feder und, oh, das auch noch. Schießt das Ding wirklich? Ach, geben Sie her. Das ist nur eine Attrappe aus einem Besenstiel und etwas Eisenrohr. Kommen Sie, wir haben einen Auftrag. Machen Sie mal eine Räuberleiter für mich. Jetzt? Hier? Na los, zieren Sie sich nicht. Die Hände zusammenfalten und dann... nicht doch. Vorsicht. Etwas strammer, wenn ich bitten dürfte, Mr. Headington. Was für eine atemberaubende Aussicht. Was sehen Sie denn? Das schönste Anwesen innerhalb von 100 Kilometern. Dort hinten auf der Anhöhe liegt Paddington Hall. Ein ausladendes georgianisches Gebäude inmitten weiter grüner Rasenflächen. Daneben eine Koppel mit wunderschönen Pferden. Vor der Anhöhe ein Tal mit einem ovalen See. Wie wunderschön. Ich kann sie nicht mehr halten. Kommen Sie runter. Schnell. Ein bisschen mehr Sport am Tag könnten Sie vertragen. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Ich habe soeben Ihren neuen Wirkungskreis begutachtet. Was haben Sie mit mir vor? Sie werden dort, also hinter der Mauer, den Verwalter unterstützen. Es ist alles schon arrangiert. Und warum, wenn ich fragen dürfte? Eine kriminalistische Notwendigkeit. Sie werden alles ausspionieren, was da vor sich geht. Es geht um Drohbriefe, die der Hausherrin geschickt werden. 5 hat sie bereits bekommen, 4 davon verbrannt. Erpressung? Es könnte sein, doch noch geht es nicht um Geld.
Die Hausherrin ist eine nette Person, die wegen Mordes vor Gericht gestanden hat. Eine nette Person? Wegen Mordes vor Gericht? Sehr unwahrscheinlich. Der Briefeschreiber hasst sie möglicherweise. Wir werden das herausfinden. Ich denke wirklich an Erpressung. Der Ehemann, Mr. Carpenter, hat viel Geld. Der Briefeschreiber hat bis jetzt noch kein Geld verlangt. Aber das wird er tun. Er kocht die beiden erst weich. Dann, wenn sie vollkommen in Panik sind und er sie fest im Würgegriff hat, schlägt er ihnen eine einmalige Zahlung vor und sie werden diese vermeintliche Chance beim Schopf ergreifen, um ihren Quälgeist loszuwerden, die Armen. Bloß die Forderungen werden kein Ende nehmen. Vielleicht will auch jemand das Grundstück kaufen, sie sozusagen vergraulen. Auch das ist möglich. Die Gerichtsverhandlung über die Sache von vor 22 Jahren ist vielleicht gar kein so großes Geheimnis. Sie ist in den Akten verzeichnet. Es kann jemand über den Verweis gestolpert sein oder hat einen Bericht in der Zeitung gelesen. Hieß sie denn immer schon Carpenter? Eben nicht. Er konnte nicht wissen, dass es sich um Alice Carpenter handelt. Ihr Name war damals Mitchell. Sie heißt erst seit 10 Jahren Carpenter. Wie sollte der Schreiber die beiden Namen miteinander in Verbindung bringen? Selbst wenn es ein Foto gab, in der Zeitung oder in einem Magazin, die Menschen verändern sich. Alice muss inzwischen 45 sein. Zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung war sie 23. Das klingt einleuchtend. Und Carpenter selbst? Gut möglich, dass sich ein so reicher Mann während seiner langen Karriere Feinde gemacht hat. Vielleicht versucht jemand es, ihm über seine Frau heimzuzahlen. Wie auch immer. Sie werden mir beim Lösen dieses Falles helfen. Mit Mr. Carpenter ist verabredet, dass Sie morgen dort den Dienst antreten. Pünktlich morgens um 5 Uhr. Und ich bin zum Mittag dort zum Essen eingeladen, um Näheres zu erfahren. Wer hat Sie denn um Hilfe gebeten? Sergeant Floyd. Er ist ein Verwandter von dem alten Carpenter und macht sich sehr große Sorgen. Es soll zunächst ohne viel öffentliche Aufmerksamkeit ermittelt werden. Na, dann ist es ja gut, wenn die Polizei sozusagen in Reichweite ist. Auf Wiedersehen, Miss Rutherford. Erschießen Sie nicht zu viele Hasen mit Ihrem Gewehr. So, Miss Rutherford, dann kommen Sie mal aus dem Beiwagen heraus. Ich halte Sie. Fassen Sie nur meine Hand. Puh, Sergeant Floyd, Sie sollten sich an Motorradrennen beteiligen und dort Ihre überschüssige Energie lassen. Das Gerät schüttelt einem ja alle Knochen durcheinander. In meinem Alter... Sie wären doch genau die Richtige für diese Art Unternehmung. Ach, Sie Charmeur. Es ist so ein wunderschönes Haus. Die ganze Umgebung, einfach alles. Kommen Sie, da ist Andrew. Wir sind Ihnen äußerst dankbar, Miss Rutherford. Das ist eine elende Geschichte. Ich möchte, dass sie im engen Kreis aufgeklärt wird, was Sie sich zweifellos denken können. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir allein alle Konsequenzen überblicken können, die sich aus dieser Angelegenheit ergeben könnten. Hier hinein. Danke, Mr. Carpenter. Ich würde tun, was ich kann. Das ist meine Frau Alice. Herzlich willkommen, Miss Rutherford. Hier entlang, bitte. Wie ich sehe, haben Sie noch einen weiteren Gast. Hallo, ich bin Fergie. Meine Tochter.
Meine Herrschaften, das Abendessen ist im Wintergarten angerichtet. Wenn Sie bitte kommen würden? Ja, wir sind schon auf dem Weg. Nun dann, kommen wir zum Thema. Sie sind mit den Einzelheiten vertraut, Miss Rutherford? Im Groben schon. Von Sergeant Floyd weiß ich, dass die Untersuchung des Briefes keine neuen Erkenntnisse zutage gefördert hat. Kann die Polizei denn keine Indizien aus der Schreibmaschinenart und so weiter gewinnen? Kann sie schon, doch die Schreibmaschine war ganz neu. Das gibt nicht viele Anhaltspunkte. Sie kann auch danach zerstört worden sein. Fingerabdrücke gab es keine. Ja, er ist vorsichtig. Er wird uns nicht helfen. Ein Planer. Sie glauben also, es ist ein Mann? Das würde ich nicht behaupten. Wir sagen aus Gründen der Bequemlichkeit eher. Was will er? Solange er uns es nicht verrät, können wir es nicht sagen. Vielleicht ist es sein einziges Ziel, sie alle in Angst zu versetzen. Möglicherweise verlangt er irgendwann Geld. Oder er ist noch nicht zu einem Schluss gekommen und denkt noch über seine Optionen nach. Ich weiß nicht, warum sollte mich jemand so hassen? Woher weiß er von alledem? Ich fürchte, Mrs. Carpenter, ich kann die Lage nicht richtig beurteilen, ohne die Einzelheiten der damaligen Gerichtsverhandlung zu kennen. Ich sage Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Bist du sicher, Darling? Absolut sicher, Andrew. Nie darüber zu reden, in all den Jahren, alles zu verdrängen, als wäre es nie geschehen, hat letztendlich zu dieser Situation geführt, oder etwa nicht? Wir könnten unter vier Augen darüber reden. Nein, die Familienmitglieder wissen Bescheid und sie müssen sowieso alles wissen. Ich wurde damals angeklagt, meine Großtante ermordet zu haben, Margaret Stamps. Meine Eltern haben als Diplomaten an den verschiedensten Orten auf der Welt gelebt, während ich hier zu Hause in England zur Schule ging. Mein Vormund in England war Tante Margaret. Sie war alleinstehend und hatte einen kleinen Wäscheladen. Als ich 23 Jahre war, hatte sie längst aufgehört zu arbeiten und sich in Cornwall in einem Cottage zur Ruhe gesetzt. Aber dieses einsame Cottage war, wenn Sie so wollen, ihr Untergang. Das war Warren, unser Gärtner. Oder dieser neue komische Kauz. Zwei linke Hände hat der, aber scheint dauernd um einen herum zu sein. Ein gewisser Mr. Haddington. Aber er kann es nicht gewesen sein. Den habe ich vorhin gebeten, einige Arbeiten dort im Wald zu verrichten. Er kommt erst später wieder. Warren ist eher ein unterbelichteter Bursche. Recht jung noch, hat das Amt von seinem verstorbenen Vater übernommen und wohnt auch hier auf dem Landsitz. Er hat eine große Leidenschaft, das Fotografieren. Er redet davon, Stars fotografieren zu wollen. Jedenfalls hat er mir das gesagt. Ein Vollidiot. Er würde diese Bemerkung sicher als abwertend empfinden. Er hat überhaupt keine Ahnung. Er hat noch nie ein Wort von all den berühmten Fotografen gehört und er hat kein Gespür. Er glaubt, solange man die Gestalten mitten im Sucherbild hat, wäre alles bestens. Manch einer wäre glücklich, wenn er die Gestalten mitten im Bild hätte. Aber erzählen Sie doch weiter, Mrs. Carpenter. Meine Tante war 80, als die Tragödie passierte. Sie fühlte sich dort allein und ich habe sie angerufen, wann ich konnte, und mit ihr geschwatzt. Aber sie wollte nicht zugeben, dass sie sich nicht wohlfühlte. Sie hatte etwas Gesellschaft durch eine der einheimischen Frauen, Mrs. Barnes, die bei ihr sauber machte und ihr das Mittagessen kochte. Doch sie war eine von der mürrischen Sorte. Ich weiß nicht, ob sie irgendjemanden gerne mochte, mich jedenfalls nicht. Gab es dafür einen Grund? Ihr Ehemann hatte sie sitzen lassen mit einem Kind, einem mürrischen 10-Jährigen. Er hatte immer nur Gummistiefel an und war genauso missmutig wie seine Mutter. Ich arbeitete damals in London, war jung und kam ziemlich gut zurecht. Ich dachte, es wäre Neid. Denkbar. Nach einem einwöchigen Besuch bei meiner Tante machte ich mich eines Sonntags wieder auf die Heimreise nach London. Mrs. Barnes kam sonntags nicht, war also nicht da. Tante Margaret stand am Tor und winkte mir zum Abschied hinterher. Das war das letzte Bild, das mir von ihr in Erinnerung ist. Ein Schluck Brandy. Hier, Darling, trink das.
Um 8 Uhr am Dienstagmorgen erschien die Polizei vor meiner Wohnungstür und berichtete mir von dem Tod meiner Tante. Sie wäre am Montag gegen 9 Uhr von ihrer Haushälterin tot im Garten aufgefunden worden. Sie sei offensichtlich in den Fischteich gefallen und ertrunken. Die Obduktion würde noch durchgeführt. Ich war fassungslos und nahm mir den Rest der Woche frei, da ich auch noch die Vollstreckerin des Testaments meiner Tante war. Sie hatte mir alles hinterlassen, bis auf 500 Pfund für Mrs. Barnes. Ich fuhr wieder zum Cottage meiner Tante, aber es gab neue Umstände. Die Obduktion hatte eine Kopfwunde ergeben, aber es gab keine Steine rund um den Teich. Mrs. Barnes hatte in der Zwischenzeit Gift verspritzt. Ich würde einen aufwendigen Lebensstil führen und hätte mir am Wochenende von ihr Geld geliehen. Stimmte das? Leider ja. Es war eine Familienangelegenheit. Man leiht den jungen Leuten eben Geld. Sie brauchen ständig was. Die Polizei kam zu dem Schluss, dass meine Tante ermordet wurde, und ein Chief Inspector begann zu ermitteln. Er begann mit der Frage, wer profitiert von der Tat? Und die Antwort darauf schien ihm Beweis genug zu sein. Mrs. Barnes schwärzte mich an, bauschte jeden Zwischenfall auf. Sie und der Inspektor waren Seelenverwandte, wenn Sie mich fragen. Und wie ist Ihre Unschuld dann bewiesen worden? Ein junges Paar, das Urlaub auf Fahrrädern machte, hatte in der Zeitung von dem Fall gelesen und erinnerte sich, dass sie meine Tante an jenem Nachmittag im Garten arbeitend gesehen und nach dem Weg gefragt hatten. Es war um 1 Uhr mittags. Da war ich bereits 100 Meilen mit dem Zug gefahren und einmal umgestiegen. Die Fahrkarte wies den entsprechenden Stempel auf und der Schaffner konnte sich an mich erinnern, weil ich ihm aufgefallen war. Die einheimische Polizei hat den Garten nicht gründlich genug nach anderen Stellen abgesucht, wo sie sich den Kopf hätte anschlagen können? Bestimmt nicht. Die Polizei wollte Allison einsperren, die Aufklärungsrate hochhalten. Das ist es doch, nicht wahr? Die Akte abschließen. Aber Liebes... Das kann ich nicht sagen. Ich habe keine Details von den Untersuchungen. Genauso wenig wie ich. Das wollen Sie doch sagen, oder? Aber schließlich hat man Ohren im Kopf. Sie haben ja gehört, was da so ein Ermittlungsbeamter für Unsinn anstellt. Das war ein gemeiner Typ, der Alice was antun wollte. So sehen wir das. Wir werden unser Bestes tun, um den Erpresser zu erwischen. Ich danke Ihnen. Könnten wir, bevor wir aufbrechen, vielleicht noch einen Blick auf den See werfen? Ich denke, Miss Rutherford würde es gefallen. Oh ja, natürlich. Wenn ihr runter zum See geht, dann ohne mich. Ich mag dort nicht hin. Sehr hübsche Gartenstühle haben Sie. Das ist richtig. Eine wunderbare Arbeit. Es ist der Schreiner von Gatshill, der diese Möbel herstellt. So? Richard Pools kann so etwas? Das wusste ich nicht. Ich habe immer schon eine kleine Bank für das Grab meiner Mutter gesucht. Ist er sehr teuer? Ich habe meistens nur Ausbesserungsarbeiten von ihm machen lassen. Nein, er hat vernünftige Preise, auch dann, wenn er etwas neu anfertigt. Was für ein idyllischer Ort. Lassen Sie uns zum See gehen. Ich möchte Ihnen Rudy vorstellen. Er ist unsere Hausgans und mittlerweile zu einem erstklassigen Ärgernis geworden. Er hatte sich den Flügel gebrochen, so fanden wir ihn. Dann päppelten wir ihn hoch und nun will er nicht wieder weg von hier. Betrachtet den See als sein Eigentum. Ein Fremder kommt kaum auf den kleinen Kahn, um diese Insel dort zu erreichen. Verdammter Vogel. Wenn es nach mir ginge, würde ich die Flinte nehmen und ihm eins überbrennen. Ich nehme an, Sie wünschen allerdings wieder, dass ich ihn einfange und irgendwo freilasse. Bisher hatten wir kein großes Glück mit dem Einfangen. Das Beste wäre, den Vogel abzuschießen. Nein, Warren, ganz gewiss nicht. Sehen Sie mal, dort hinten. Wenn man von diesem Hochstand aus auf die Wiesen schaut, dann... Ich nehme an, ich habe gerade Bekanntschaft mit dem jungen Verwalter Warren gemacht. Ein recht seltsamer Kerl. Ja, aber harmlos. Miss Rutherford, es gibt noch etwas, das möchte ich Ihnen nicht im Beisein von Andrew erzählen.
Ich mache mir Sorgen um die Auswirkungen, die diese Geschichte auf ihn haben könnte. Ich fürchte, dass er einerseits wegen mir sehr darunter leidet, andererseits möchte er, dass die Geschichte unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit kommt. Der Stress belastet ihn. Er sieht äußerlich ruhig aus, aber in seinem Inneren brodelt es. Ich habe Angst um sein Herz, wenn wir nicht bald zu einem Schluss kommen. Ich und Sergeant Floyd werden alles tun, um die Angelegenheit schnell aufzuklären. Da gibt es noch etwas, um das ich Sie bitten möchte. Wenn Sie mit ziemlicher Sicherheit den Täter haben, informieren Sie unter keinen Umständen Andrew darüber, wer es ist. Denn ich fürchte ernsthaft, Andrew könnte imstande sein, das Gesetz selber in die Hand zu nehmen. Ja, wenn es sich vermeiden lässt, werde ich das tun. Sergeant Floyd und ich, wir werden gleich aufbrechen. Ist Ihnen diese Geschwindigkeit angenehmer? Ohne Frage. Vorsicht, da kommt was auf uns zu. Anhalten! Fergie, schön, dass Sie sich noch von uns verabschieden. Machen Sie doch bitte das Geknatter aus. Ich möchte noch mit Ihnen sprechen. Aber bitte. Glauben Sie, dass Sie ihn finden? Ja, ich denke doch. Es mag eine Weile dauern, aber in der Regel schnappen wir diese Art von Witzbolden. Glauben Sie, dass er Geld will? Ja, wahrscheinlich will er Geld. Ihr Vater ist ein wohlhabender Mann. Da hat er sich getäuscht. Daddy wird nicht zahlen. Er gehört nicht zu dieser Sorte. Mein Vater ist Vorstand einer großen Gesellschaft. Wenn Sie etwas von ihm wollen, müssen Sie es ihm schriftlich geben, in dreifacher Ausfertigung und die Ausgaben rechtfertigen. Er ist wütend. Sie nicht? Nichts könnte mir gleichgültiger sein. Aber es macht keine gute Stimmung zu Hause. Alice ist überspannt, Daddy brütet dumm vor sich hin. Es ärgert ihn, dass er die Situation nicht unter Kontrolle bekommt. Ihr Vater ist sehr besorgt. Das macht ihn etwas empfindlich. Wegen Alice? Ach, die wird schon damit klarkommen. So zerbrechlich ist sie doch gar nicht. Ich muss wieder. Auf Wiedersehen. Was halten Sie davon? Sie mag Alice nicht. Die Sache mit den Hassbriefen wird noch einige Geheimnisse der Familie lüften helfen. Mr. Haddington wird als Hilfsgärtner gewiss noch eine Menge hören und sehen. Dachte ich mir doch schon, dass diese neu eingestellte Kraft bereits mit Ihrer Art von Ermittlungen zu tun hat. Halten Sie sich fest. Es geht los. Vorsicht. Nicht so schnell. Oh Gott, oh Gott. Was meinen Sie, wer in diesem etwas heruntergekommenen Cottage wohnt? Als wir auf dem Hinweg waren, ist dort dieser Warren herausgekommen. Vielleicht wohnt er hier. Ob das Cottage den Carpenters gehört? Ich denke schon. Es ist nicht einfach, sein Zuhause in der Hand seines Arbeitgebers zu wissen. Wenn die Carpenters wirklich das Haus verkaufen sollten, ob er dann hier wohnen bleiben darf? Wenn er seine Arbeit ordentlich macht, übernimmt der Nachbesitzer gerne jemanden, der sich mit Vieh und Garten auskennt. Bitte fahren Sie mich doch noch an der Tischlerei von Mr. Pools vorbei. Sie können mich dort absetzen. Ich komme sicher von dort allein nach Hause. Hallo, Miss Rutherford. Schön, dass Sie mich mal hier besuchen kommen. Möchten Sie die Werkstatt sehen? Gerne. Das ist ja ein wunderschönes Vogelhaus. Haben Sie das auch gemacht? Ja, ich mache gute Arbeit. Ich bin stolz darauf, verstehen Sie? Sagen Sie, ich habe bisher ja nur einige Ausbesserungsarbeiten an meinem Sekretär. Und was war es noch? Salonbuffet. Ja, richtig. Am Buffet im Salon vornehmen lassen.
Allerdings habe ich gestern ein Möbelstück von Ihnen gesehen, das mir sehr gut gefallen hat. Sie entwerfen also auch eigene Möbel? Die Kundschaft sagt, wie sie es haben will, und ich stelle es her. Wo haben Sie denn das Möbelstück gesehen? Auf Paddington Hall. So, dort haben Sie es gesehen. Wie sind Sie denn dorthin gekommen? In einem Beifahrersitz eines Motorrades. Autsch! Ungewöhnlich für eine ältere Dame. Was wollen Sie denn für ein Möbelstück haben? Ich möchte gerne eine kleine Bank für das Grab meiner Mutter. Ich könnte mich bei schönem Wetter darauf setzen und etwas stricken. Das Grab ist direkt hinter der großen Rosenhecke und dort ist es wunderbar abgeschieden, obwohl auch des öfteren Besucher... Das dürfte kein Problem sein. Ich werde morgen zu Ihnen kommen und Sie zeichnen mir auf, wie Sie die Bank haben wollen. Sie können sich gerne noch umsehen. Ich muss jetzt weitermachen. Das freut mich wirklich. Bis dann. Auf Wiedersehen, Mr. Pools. Ja, auf Wiedersehen. Ich werde Mrs. Clark sagen, dass sie abräumen kann. Wahrscheinlich kommt Fergie heute nicht zum Frühstück runter. Möglicherweise erst zum Mittagessen. Es ist mir unverständlich, wie man den ganzen Morgen lang im Bett herumliegen kann. Gerade die jungen Leute müssten doch voller Tatendrang sein. Herrgott nochmal! Sie können doch nicht mit Ihren schmutzigen Schuhen hier quer durch den Raum laufen. Es hat die ganze Nacht geregnet. Was soll denn das? Bleiben Sie zurück! Warren, was erlauben Sie sich? Komm besser mit, Sir. Es hat einen Unfall gegeben. Was für einen Unfall, Warren? Wo? Ich erzähle es Ihnen unterwegs, Sir, während wir zum See laufen. Tracy, komm zu Frauchen. Heraus damit! Es ist die junge Lady, Sir. Rede, Junge! Was ist mit meiner Tochter? Haltet den Hund fest! Wer liegt da unter der Jacke? Fergie! Sie ist... Sie trieb im Wasser, Sir. Ich bin in den See gewartet und hab sie rausgezogen. Ich hab sie mit der Jacke zugedeckt, weil der verdammte Vogel an ihr rumgepickt hat. Paddington müsste gleich hier sein. Ich war mit ihm jetzt hier verabredet. Und warum hast du oben im Haus nicht sofort die Ambulanz angerufen? Ich habe versucht, sie wieder zu Bewusstsein zu bringen, Sir. Das Wasser aus ihr zu bekommen. Aber es nutzte nichts. Erst danach bin ich nach oben zum Haus gekommen, um es zu sagen. Ich wusste, dass sie tot ist. Woher willst du das wissen? Das wird sich noch herausstellen. Hier ist der Sack. Sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig? Einen Sack für meine Tochter? Ihre Tochter? Die Gans? Was? Wir wollten heute Morgen die Gans einfangen und an einem anderen See aussetzen. Wir haben dies gestern Abend noch mit Mrs. Carpenter besprochen. Was ist mit Miss Fergie? Geht es ihr gut? Ob es ihr gut geht? Nein, verdammt nochmal, es geht ihr nicht gut. Sie ist tot. Oh. Da ist noch etwas, Sir. Was? Ich... Noch was? Ich habe ihren Kopf so zur Seite gedreht, damit man es nicht gleich sieht, aber... Wenn Sie Ihr Gesicht ein wenig drehen, werden Sie feststellen, dass sie eine Wunde am Kopf hat. Warten Sie. Ich mache es. Ich zeige es Ihnen. Ja, stimmt. Sie hat an der Stelle eine Wunde. Ah! Beruhige dich, Darling. Alice, was ist? Es ist wieder passiert, nicht wahr? Fergie ist tot. Und sie ist genauso gestorben wie Tante Margaret damals. Jetzt müssen Sie wohl die Polizei rufen. Ich weiß selbst, was ich zu tun habe. Rutherford? Hier ist Mr. Paddington. Es gibt eine Tote auf Paddington Hall. Miss Fergie. Das kommt unerwartet. Erzählen Sie. Warren hat sie morgens gefunden.
Sie schwamm bereits tot im See. Er ist in den See gegangen und hat sie herausgefischt. Wiederbelebungsversuche gemacht. Als er gesehen hat, dass es nichts mehr half, holte er die Carpenters. Gab es irgendwelche Besonderheiten? Sie hatte eine Wunde an der Schläfe. Wie Margaret Stamp. Doch als die Carpenters zum Haus zurückgegangen waren, um die Polizei zu rufen, hat Warren diese dumme Gans eingefangen. Er ist am Ufer auf und abgelaufen, um sie zu bekommen. Ich habe ihn aufhalten wollen, aber er sagte, die Polizei sollte nicht bei ihrer Arbeit gestört werden von dem Vieh. Und dabei hat er schön die Spuren verwischt und zertrampelt. Das wird die Polizei gar nicht freuen. Erst die Tote aus dem Wasser gezogen und dann noch sämtliche Abdrücke zertreten. Das wirkt sogar höchst verdächtig. Sie haben recht. Doch welches Motiv sollte er haben? Er soll doch viel fotografieren. Vielleicht hat er ein kompromittierendes Foto geschossen. Sie hat sich bei ihm eingeschlichen oder hat es zurückgefordert. Ja, vielleicht hat er sie erpresst. Oder er hat ein Foto von ihrem Vater gehabt. Eines, was die Ehe gefährdet hätte. Er will ihnen das Leben hier unmöglich machen. Vielleicht ist er der Briefeschreiber, kennt die alte Geschichte aus irgendeiner Zeitung. Vielleicht ist er daran interessiert, dass die beiden von Pettingen Hall verschwinden. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir müssen herausbekommen, wo und woran sie wirklich gestorben ist. Ob sie ertrunken ist oder ob eine andere Ursache den Tod herbeigeführt hat. Ist Sergeant Floyd auch bei den Untersuchungsarbeiten? Ja, Sergeant Floyd ist hier. Dann sagen Sie ihm doch bitte, dass er, sobald er etwas Zeit erübrigen kann, zu mir kommen soll. Ich will die neuesten Ergebnisse wissen. Ja, das werde ich ihm sagen, Miss Rutherford. Noch einen schönen Tag wünsche ich und halten Sie die Augen offen. Das werde ich tun. Ich werde mich, bis Sergeant Floyd vorbeikommt, noch etwas auf die Veranda setzen und nachdenken. Oder auch stricken. Hilfe! Aber Miss Rutherford, warum so schreckhaft? Ich wollte nur meinen unbequemen Koppel abnehmen. Sergeant Floyd, können Sie nicht klingeln? Das habe ich doch. Sogar Sturm geklingelt habe ich. Aber Sie haben nichts gehört hier draußen. Ja, und dann? Was machen Sie überhaupt hier? Schon vergessen? Sie hatten drum gebeten, dass ich komme. Ich meine, wie sind Sie denn hereingekommen? Ach, alter Trick mit meiner Visitenkarte. Sie sollten Ihre Tür besser verschließen. Ja, das sollte ich. Habe ich wohl vergessen. Aber nun, was haben Sie Neues? Es war ausgesprochen schwierig, irgendwelche Spuren zu finden. Inspektor Blend war außer sich und hat den armen Warren und Mr. Haddington ganz schön zusammengebrüllt. Wobei ich glaube, dass Mr. Haddington keine Schuld trifft. Aber das ist Inspektor Blend in der Regel ziemlich egal. So kennen wir ihn. Es gibt nur eine halb zerstörte Reifenspur, die ich bis morgen mit dem Abdruck sämtlicher Fahrzeuge der Familie, der Verwaltung und sonstiger Bewohner um das Anwesen der Carpenters herum vergleichen soll. Das wird eine Sisyphusarbeit. Gibt es bereits erste Ergebnisse durch den Leichenbeschauer? Die gibt es. Und sie sind eine Überraschung. Was ist es? Ein einzelner Stich durch die Kleidung und zwischen den Rippen hindurch, direkt ins Herz. Wir haben es zuerst nicht bemerkt, weil sie im Wasser gelegen hat und das Blut weggespült wurde. Außerdem trug sie einen roten Pullover und die Stichwunde war sehr klein. Die Wunde wurde beim Leichenbeschauer entdeckt, als dort die Tote entkleidet wurde. Also kein Messerstich. Inspektor Blend glaubt, dass es vielleicht eine selbstgebaute, dünne Waffe mit einem spitzen Ende war, mit rundem Querschnitt, wie eine dicke Nadel. Und was glauben Sie? Ein Schraubenzieher möglicherweise? Möglich. Die Haushälterin ist befragt worden. Sie hat Fergie morgens gesehen, als sie Frühsport machte und vor dem Haus entlang lief. Sie hatte die Kleidung an, die wir an ihr gefunden haben. Nur
Ein winziges Detail fehlte. Was war es? Ein rotes Haarband. Als sie gefunden wurde, hatte sie offene Haare. Als sie gesehen wurde, einen Pferdeschwanz. Interessant. Mr. Haddington sollte überall nach diesem roten Haarband Ausschau halten. Wissen Sie, jetzt, wo die Polizei offiziell eingeschaltet werden musste, könnte es möglich sein, dass Andrew Mr. Haddington gar nicht mehr auf dem Anwesen haben möchte. So? Hat er das gesagt? Nein, nein. Und ich meinerseits würde auf unser Arrangement, den Fall durch Ihre Mitwirkung etwas schneller gelöst zu bekommen, nicht gerne verzichten. Und was ist das Problem? Es muss ja Inspektor Blend nicht unbedingt erfahren. Ach, das ist es. Nein, da brauchen Sie keine Sorgen zu haben. Wir halten alles so dezent wie möglich. Nur müssen Sie mich genügend informieren. Aber sicher, Miss Rutherford. Ist der Tod von Miss Fergie sofort eingetreten? Nein, der Leichenbeschauer schätzt, dass sie ungefähr noch eine Minute gelebt hat, jedoch nicht länger. In den Lungen ist kein Wasser, also war sie bereits tot, als sie in den See geworfen wurde. Was die Kopfwunde betrifft, die ist ihr nach dem Tod zugefügt worden. Das sieht nach Absicht aus. Der Mörder wollte die wirkliche Todesursache nicht verbergen und auf etwas hinweisen. Auf den Tod von Margaret Stamp. Eine verdammte Geschichte. Ich werde mich gleich aufmachen. Ich muss noch die Fahrzeuge vergleichen. Halten Sie es für möglich, dass Alice eine Komplizin hatte? Ich bin erstaunt. Sie vergessen kein Detail. Es geht Ihnen also ebenso. Alice ist trotz Freispruch noch eine Verdächtige. Zumindest muss glaubhaft das Gegenteil bewiesen sein. Die Fahrkarte von Alice und die positive Identifikation seitens des Schaffners ist nicht zu widerlegen. Aber was, wenn eine weitere junge Frau mit identischem Haarschnitt, gleicher Kleidung etc.? Dazu wäre sorgfältiges Timing notwendig gewesen. Aber es ist nicht undenkbar. Die Ankunft der Radfahrer hätte es durcheinander bringen können. Der Mörder muss wenige Minuten nach diesen eingetroffen sein. Und hier erhebt sich die Frage nach dem Verbleib der Komplizin. Sie hat für Geld bei diesem Komplott mitgemacht, hat durch das Erbe ihren Anteil erhalten und nun ist ihr Geld aufgebraucht und sie erpresst sich von Alice Neues. Dagegen spricht nur, dass bisher kein Geld gefordert wurde vom Erpresser. Möglich. Ich muss los. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Moment. Da hält sich eine Person direkt vor Ihrer Tür auf. Das ist doch nur der Tischler, Mr. Pools. Auf Wiedersehen, Sergeant Floyd. Was macht denn bei Ihnen die Polizei? Ach, ich selber habe damit wenig zu tun. So. Es geht um den Mord auf Paddington Hall. Wer ist denn bei diesen Reichen ermordet worden? Eine junge, schöne Frau, die Tochter des Besitzers. Fergie Carpenter. Kannten Sie sie? Nein, nur die Dame des Hauses. Wo ist Ihre Zeichnung? Hier ist meine Zeichnung. Das Holz muss sehr witterungsbeständig sein. Holz ist immer witterungsbeständig. Aber es gibt doch gewiss eine Holzart, die es verträgt, Tag und Nacht und im Winter und im Sommer draußen zu stehen. Die meisten Gartenmöbel sind ja doch im Winter im Schuppen. Es gibt eine Holzart, Eukalyptus. Ich kann nachsehen, ich hatte noch einen kleinen Posten. Den würde ich Ihnen gern für die Bank zur Verfügung stellen. Das wäre sehr freundlich von Ihnen. Können Sie die Sitzhöhe diesem Stuhl hier auf der Veranda entnehmen? Es sitzt sich sehr angenehm und bereitet keine Probleme beim Aufstehen. Sie entschuldigen mich, ich muss zum Telefon. Das ist in der Tat sehr interessant. Keinerlei Alibi. Die Fotos könnten einen Anhaltspunkt hergeben. Wir sollten bei Warren
Hausfriedensbruch? Ach je, das ist eine Frage der Formulierung. Holen Sie mich ab. Ich bin fertig, Miss. Sagen Sie, haben Sie auf Paddington Hall, als Sie die Gartenmöbel für Mrs. Carpenter gebracht haben, den jungen Verwalter kennengelernt? Wohl gesehen. Ist was mit ihm? Nein, aber er soll ein interessantes Hobby haben. So? Alles und jeden zu fotografieren. Tja, ich weiß jedenfalls, dass er unsterblich in die junge Lady verliebt war. Ach, woher wissen Sie das? Er kam, als ich die Möbel brachte, mit einem Strauß Blumen und übergab ihn Mrs. Carpenter für sie. Mrs. Carpenter machte dann eine Andeutung, dass sie des Öfteren von ihm einen kleinen Liebesbeweis erhalten würde. Mrs. Carpenter fand nichts dabei. Sie meinte, sie würde sich darüber wundern, dass so eine junge, schöne Person wie Miss Carpenter wohl nichts mit Männern am Hut hatte. Weiter weiß ich nichts. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und freue mich auf die kleine Bank. Bringen Sie sie dann vorbei? Sicher, Miss Rutherford. Auf Wiedersehen. Ich finde schon allein raus. Bis dann. Auf Wiedersehen, Mr. Pools. Steigen Sie ein, Miss Rutherford. Haben Sie ein Schraubenzieher mit? Ja, hab ich. Wo ist Warren jetzt? Wie ich sagte, der arbeitet im Wald und entfernt gerade auf Anweisung von Carpenter Gestrüpp vom Waldweg. Da wird er wohl bis heute Abend zu tun haben. Wir versuchen es durch die Hintertür. Die ist in der Regel mit einem einfachen Schloss versehen. Ist das dunkel hier? Hier liegen ein paar Fotos. Machen Sie mal die Taschenlampe an, Mr. Haddington. Das ist es. Er hat sie auf Schritt und Tritt beobachtet. Fergie bei den Pferden, Fergie mit dem Hund, Fergie lesend. Meinen Sie, dass sie das nicht mitbekommen hat, wenn er fotografiert? Es sieht so aus. Er ist sehr geschickt darin, heimlich Menschen zu fotografieren. Ich würde sagen, ein zweifelhaftes Talent, das er da hat. Haben Sie das gehört? Da war irgendjemand. Warren kann aber noch nicht zurück sein. Es sei denn, er hätte etwas vergessen. Ich gehe mal schauen. Ich sehe niemanden. Ich werde vorsichtshalber draußen nachsehen. Das ist ja ein interessantes Foto. Das kann eigentlich nicht sein. Kommen Sie schnell. Ich glaube, ich sehe eine Person kommen, den Weg entlang. Ein kleinen Moment. Zu dumm, dass ich keine Tasche dabei habe. Dann sieht gleich jeder dieses große Foto. Ich werde es hier verstecken, unter dem Besteckkasten eines meiner besten Verstecke. Mr. Haddington, würden Sie mich bitte zu den Carpenters fahren? Ich muss Ihnen einen Besuch abstatten. Ich habe Mr. Carpenter noch nicht mein Beileid ausgesprochen. Und dann wäre da noch etwas zu klären. Haben Sie eine neue Theorie? Mir ist etwas aufgefallen. Aber solange, wie man sich noch nicht sicher ist, ist es besser, man schweigt. Wo muss denn Warren das Gestrüpp schneiden? An dem Wäldchen nahe der südlichen Grenze des Anwesens. Wir sahen es vom See aus. Haben Sie dort auch zu tun? Ich soll in etwa einer Stunde mit dem Lieferwagen dort vorbeikommen und aufladen. Was soll denn mit dem Gestrüpp geschehen? Es wird auf dem Feld verbrannt. Oh, das ist in der Tat nicht günstig.
Könnten Sie das so lange wie möglich hinausschieben? Ich werde mich bemühen, obwohl ich nicht weiß, warum. Wenn Sie in dem Gestrüpp Fergies Haarband finden, dann wissen Sie vielleicht, warum. Und in diesem Fall lassen Sie Warren nicht weiterarbeiten. Unter keinen Umständen. Er hat schon einmal sämtliche Spuren verwischt mit seinem Einfangen der dummen Gans. Kommen Sie. Mrs. und Mr. Carpenter sitzen gerade im Rauchzimmer. Bitte setzen Sie sich doch, Miss Rutherford. Ich möchte Ihnen mein tiefstes Mitgefühl aussprechen für diesen tragischen Tod Ihrer Tochter, Mr. Carpenter. Ich danke Ihnen. Ich würde Ihnen gerne mehr über die Umstände sagen wollen, aber ich kann Ihnen wirklich keine andere Erklärung anbieten als die, dass irgendein Wahnsinniger diese Tat begangen hat. Die gleiche Person, die meiner Frau Alice diese Drohbriefe geschrieben hat. Es ist der Versuch, die traurigen Einzelheiten des Todes der Tante meiner Frau ans Licht zu zerren. Dass meine Tochter in der gleichen Körperhaltung im See aufgefunden wurde, das ist einfach abscheulich. Können Sie mir mehr über Ihre Tochter erzählen? Hat sie hier im Hause gewohnt? Gütiger Gott, nein. Sie hatte eine Wohnung in Salisbury, kam nur ab und zu hierher. Hatte sie dort eine Arbeit? Bis vor kurzem, ja. Sie hat in einer Redaktion einer Lokalzeitung gearbeitet. Zunächst als Sekretärin. Sie hat sich davon versprochen, selbst Artikel schreiben zu dürfen. Aber weil sich das nicht ergeben hat, hörte sie wieder auf zu arbeiten. Sie hat es auch nicht nötig. Hat ein großes Erbe vom Großvater bekommen. Könnte ich Ihr Zimmer sehen? Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Haben Sie gesehen, wie Fergie morgens das Haus verlassen hat? Nein, das habe ich nicht. Waren Sie selbst irgendwann draußen? Nein, war ich nicht. Genauso wenig wie Andrew. Ich kann für ihn bürgen und er für mich. Wir waren mehr oder weniger die gesamte Zeit vor dem Frühstück zusammen. Ich weiß, was Sie mich fragen wollen. Ich habe Fergie nicht umgebracht. Ich wollte nicht andeuten, dass Sie es getan haben. Hier ist es. Haben Sie etwa das Zimmer aufgeräumt? Es ist aufgeräumt worden, hier und da. Wahrscheinlich sollte es ordentlich aussehen, bevor die Polizei kommt. Sie könnten Spuren beseitigt haben. Spuren? Ich wüsste nicht. Ach, hier gibt es nichts weiter zu sehen. Fergie ist ordentlich. Sie verheimlichen mir nichts? Nicht doch. Ich bin interessiert an der Aufklärung des Falles. Tracy, was hast du da? Er hat was im Maul. Tracy, komm her. Komm her zu mir. Es ist ein länglicher, spitzer Gegenstand. Ein Schraubenzieher. Denn von mir, Haddington? Ich mache hier meine Arbeit. Aber sollten wir nicht das Gestrüpp wegbringen und auf dem Feld verbrennen? Vorhin kam Mr. Carpenter hier runter und sah, dass das Gras und die Brombeeren schon bis zum Weg gewuchert waren. Er befahl, alles zurückzuschneiden und alles sofort zu verbrennen. Ich habe gesagt, es wäre besser, das Zeug auf dem Feld zu verbrennen, weil vielleicht Vögel in den Büschen nisten oder was weiß ich. Mr. Carpenter meinte nur, er würde einen Dreck auf irgendwelche nistenden Vögel geben und ich solle machen, was er gesagt hat. Eine Menge Arbeit für einen einzelnen Mann. Ich helfe dir. Was? Was ist das dort? Keine Ahnung. Was ist das? Ich sage Ihnen, was ich glaube, was das ist. Ich glaube, das ist Fergies rotes Haarband, das sie getragen hat, als sie am Mordtag morgens aus dem Haus gegangen ist.
Sie hatte es nicht mehr an, als sie das nächste Mal von ihrer Familie gesehen wurde. Tot. Am Ufer des Sees. Vielleicht hast du die Güte, mir zu verraten, warum du es verbrennen wolltest. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Mrs. Carpenter, darf ich fragen, ob Sie gut mit Ihrer Stieftochter ausgekommen sind? Wir kamen nicht schlecht miteinander aus. Ich hatte zwar nie das Gefühl, sie wirklich zu kennen. Sie wuchs bei ihrer Mutter auf, hauptsächlich in Frankreich, danach in England im Internat. Erst seit einem Jahr hat sie sich angewöhnt, uns in Paddington zu besuchen und einige Tage zu bleiben. Und ihr Mann? Wie stand er zu seiner Tochter? Es hat ihn schwer getroffen. Er spielt nach außen hin den Tapferen, aber ich kann mir nicht... Sie können sich nicht erklären, warum Sie einen Schraubenzieher in dem Zimmer von ihr gefunden haben. Einen langen Gegenstand, der vorne stumpf ist, aber spitz genug, um einen Menschen zu töten. Ist es nicht so? Ja. Wann haben Sie ihn gefunden? Heute Morgen, nachdem... Und Sie haben Ihren Mann in Verdacht? Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Gentlemen können die Dinge so geschickt arrangieren. Was meinen Sie damit? Haben Sie die Anweisung gegeben, das Zimmer aufzuräumen? Nein, es war... Andrew, Sie kommen gerade richtig. Was ist? Was siehst du mich so entsetzt an, Darling? Kennen Sie diesen Gegenstand? Also, ja, es ist ein Schraubenzieher. Mein Schraubenzieher. Wie kommt er hierher? Alice, was ist? Der Hund hat ihn gebracht, kurz nachdem wir in das Zimmer traten. Was haben Sie hier damit gemacht? Ich hätte das nicht machen sollen. Was denn, Andrew? Aber, Darling, du glaubst doch nicht... Verdammt! Fergie hat dir nie von einem Mann erzählt. Es machte mir einfach Sorgen. Ich wusste nicht, was da noch alles ans Licht kommen würde, wenn man erst ihre persönlichen Sachen durchwühlen würde. Ich hatte da so eine Vermutung. Ich wollte nicht, dass es an die Öffentlichkeit kommt und meine Vorstandskollegen mich schief ansehen würden. Verdammt, das ist doch nicht normal bei einem so schönen Mädchen. Und wo ist die Briefkassette jetzt? Woher wissen Sie, dass hier eine Briefkassette stand? Ich habe sie nie gesehen. Ich habe sie weggeschlossen. Es waren lauter Liebesbriefe von einer Joyce Cameron an Fergie darin. Tja, Fergie liebte wohl Frauen, oder jedenfalls eine. Ich habe die Kassette mit dem Schraubenzieher geöffnet. Es dauerte eine ganze Weile. Tracy kam herein und da sie zu jaulen anfing, habe ich sie mit einbezogen, indem ich sie den Schraubenzieher halten ließ. Sie ist sozusagen Mittäter. Allerdings habe ich dann nicht mehr darauf geachtet, wo das verfluchte Ding geblieben ist. Und jetzt zu Ihrer Frage, Mrs. Carpenter. Der Schraubenzieher hatte frische Metallspäne an der Spitze und hier auf dem Polstersessel waren ebenfalls einige zu sehen, meine Liebe. Und auf dem Nachttisch ist kein Staub gewischt worden. Tatsächlich. Miss Rutherford, Sie sind eine einmalige Beobachterin. Ach, das sieht doch jeder, der ein bisschen liest. Aber ich möchte noch auf etwas anderes zu sprechen kommen. Denken Sie in Ruhe nach. Es ist sehr wichtig. Kannte Fergie jemanden aus dem Dorf? Wer ist es? Raus mit der Sprache, Miss Rutherford! Aber Schatz, jetzt reg dich nicht auf. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und mit unbedachten Handlungen schadest du der Polizeiarbeit und der Ermittlungstätigkeit. Meines Wissens kannte Fergie niemanden im Dorf. Sie ging zum Einkaufen dorthin. Einmal war sie in Barclays Irish Pub, gleich in Guts Hill. So, in Barclays Pub. Kein Lokal für so eine feine Lady wie Miss Fergie. Nein, wir haben uns auch gewundert.
Sie war dort kurz anwesend während eines Würfelturniers, erzählte sie. Vielleicht traf sie jemanden. Jedenfalls erzählte sie davon nichts weiter. Mrs. und Mr. Carpenter, unten wartet Mr. Headington. Er hat Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Miss Rutherford wünscht er ebenfalls dabei zu haben. Wir kommen! Sie haben von uns Neuigkeiten, Mr. Headington. Fergies Haarband. Hier ist es. Ich fand es unten im kleinen Wäldchen. Ich kam gerade noch rechtzeitig, um Warren daran zu hindern, es auf seinem Holzfeuer zu verbrennen. Das ist in der Tat eine wichtige Neuigkeit. Mrs. Carpenter, wir müssen sofort Sergeant und Floyd und Inspektor Blend informieren. Mr. Headington, sagen Sie doch Warren Bescheid. Er soll das Feuer sofort löschen. Ich befürchte, er wird nicht auf mich hören. Dann werde ich ihm Bescheid geben. Meiner Anweisung wird er wohl sofort Folge leisten. Mr. Carpenter, Scotland Yard wird in Kürze mit vielen Polizisten kommen, um den Wald abzusuchen. Stellen Sie sich doch bitte darauf ein. Was hat Warren gesagt? Er hat gesagt, es wäre ihm nicht aufgefallen. Er hätte das Unterholz am Waldrand zusammengetragen. Das Haarband wäre vielleicht im Unterholz gewesen. Oder es hätte an der Stelle gelegen, wo er das Feuer angezündet hat. Oder vielleicht irgendwo zwischen der Feuerstelle und dem Waldrand. Es hätte sich in den Zweigen verfangen können, als er die Äste zur Feuerstelle geschleppt hat, um sie zu verbrennen. Und nach einer ziemlich lebhaften Diskussion kam er zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich auf dem Weg gelegen haben muss, der am Waldrand vorbeiführt, und sich in den Ästen verfangen hat, als er sie über den Boden gezerrt hat. Dann glauben Sie ihm also, dass er das Band nicht absichtlich verbrennen wollte? Aber ja, ich hatte keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Sie sind skeptisch, Miss Rutherford? Nein, ich denke genauso. Wenn er es hätte vernichten wollen, dann hätte er es bestimmt längst tun können und es nicht behalten, um es zusammen mit anderem Zeugs auf dem Feuer zu verbrennen. Also ist sie in diesem Wald oder in der Nähe gestorben? Es ergibt Sinn. Der Mörder hätte sie bestimmt nicht im Freien angegriffen, wo jemand ihn beobachten könnte. Und doch ist er ein Risiko eingegangen, den Leichnam zum See zu schaffen und ins Wasser zu legen. Irgendetwas stimmt nicht. Eine Handlung widerspricht der anderen. Was für eine Sorte Killer verhält sich so rätselhaft? Gab es eventuell einen makabren Zweck, den Leichnam so zu arrangieren, wie er gefunden worden war? Es gibt ein Szenario, welches ich bevorzuge. Es kann sein, dass sie am Waldrand angegriffen wurde von jemandem, der bis zu dieser Stelle gefahren war, um ihr aufzulauern. Er wusste, dass sie morgens dort laufen ging. Oder es war ein verabredetes Treffen. Sie kannte ihren Angreifer. Vielleicht hatten sie sich früher dort getroffen. Nur diesmal kam es zum Streit. Der Täter erstach sie, warf die Leiche in seinen Wagen und fuhr zum See hinunter. Die Spuren waren verwischt von diesem Einfangen der Gans und der Boden war aufgeweicht vom Regen. So kann es gewesen sein. Ich muss noch einen Anruf machen, Sergeant Floyd. Ich werde Mr. Headington bitten, mich nach Hause zu bringen. Kommen Sie doch morgen vorbei und berichten Sie mir von den Suchergebnissen heute. Sobald ich Inspektor Blend ungesehen entwischen kann und wir neue Erkenntnisse haben, werden Sie die Erste sein, die sie erfährt. Sergeant Floyd, bevor Sie gehen und ich es vergesse, ich würde Ihnen raten, das Cottage von Warren zu durchsuchen. Haben Sie ihm einen Besuch abgestattet? Nein, ich habe ein Beweismaterial gesichert. So. Und wie sind Sie in das Cottage gekommen? Ermittlergeheimnis. Neunzehn Uhr. Jetzt wird sie gerade den Laden schließen.
Zeit, um anzurufen. Auskunft? Verbinden Sie mich bitte mit dem Wäscheladen von St. Martin in Cornwall. Die Besitzerin ist Mrs. Short. Hallo? Bin ich dort mit dem Wäschekabinett in St. Martin verbunden? Ich bin eine Verwandte von jener Dame, die den Wäscheladen vor Ihnen geführt hat. Ja, richtig, von Marguerite Stamp. Ja, dieser Fall ist mir bekannt. Ja, ein tragischer Tod. Wissen Sie, ob Ihre Haushälterin Mrs. Barnes noch lebt? Ja, ich verstehe. Ah, das ist ja interessant, was Sie nicht sagen. Puh, also die erste Dame war ja sehr auskunftsfreundlich. Jetzt brauche ich noch ein Telefonat. Es ist sehr unschicklich, um 9:30 abends noch anzurufen. Aber ich muss noch diese Lehrerin erreichen, die den jungen Barnes einige Jahre unterrichtet hat. Vielleicht erfahre ich da noch mehr. Haben Sie das Geld mit? Ich habe extra einen neuen Abzug gemacht, damit Sie sich auch richtig sehen können. Na? Was ist? Ich verrate Ihnen, wo der Film ist, wenn Sie mir jetzt das Geld rüberschmeißen. Und sagen Sie doch etwas. Bleiben Sie stehen. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Hilfe! Ah! Warren ist ermordet worden. Ich wollte ihn morgens abholen am Cottage mit dem Rover. Die Tür stand sperrangelweit offen. Alles war verwüstet. Sämtliche Fotos verschwunden. Warren konnte ich nicht entdecken. Und wieso wissen Sie, dass er tot ist? Meine innere Stimme sagte mir, dass ich ihn dort suchen müsste, wo ich gestern das Haarband gefunden habe. Und? Er lag ein Stückchen vom Weg entfernt im Wald, mit dem Gesicht nach unten. Starr und kalt. Ich habe gestern die Lehrerin von Richard Burns gesprochen, dem Sohn der Haushälterin von Marguerite Stamp. Sie hat sich sehr wohl an die Familie erinnert. Sie waren keine Problemfamilie, aber der Vater hat Mutter und Kind sitzen lassen. Was ein ausgemachter Skandal war, weil sitzen gelassene Frauen auf dem Land einfach nicht respektabel sind. Die Mutter musste hart arbeiten, um den Lebensunterhalt zu verdienen, blieb aber trotz allem der Inbegriff von Rechtschaffenheit. Die Mutter hat wieder geheiratet. Sie zog mit ihrem neuen Ehemann weg und nahm den Jungen mit. Wieder geheiratet? Nach allem, was Mrs. Carpenter erzählt hat, war sie ein richtiger Drache. Ein wenig übellaunig vielleicht, aber das ist nicht der Punkt. Die Lehrerin kannte den Fall Marguerite Stamp. Sie meinte, Mrs. Barnes war untröstlich über den Tod von ihr. Es sei eine merkwürdige Angelegenheit gewesen, in welcher Mrs. Barnes ein paar abstruse Aussagen zu Protokoll gegeben hat und die Nichte beschuldigt hat. Sie war der Meinung, dass die Polizei das etwas zu ernst nahm. Sie entschuldigte Mrs. Barnes allerdings damit, dass sie zu viel Pech hatte, und mit dem Tod von Miss Stamp verlor sie eine Stelle, die sie dringend benötigte. Ein Schicksalsschlag zu viel. Das bedeutet, dass ihr Sohn, Richard Barnes, nun einen anderen Namen trägt. Ja, das meine ich. Genau wie Mrs. Carpenter, die früher Miss Mitchell war. Also für mich gibt das gar keinen Sinn. Das ist ja noch verworrener als zuvor. Wie sollen sich da Verbindungen zueinander ergeben? Mr. Haddington,
Das letzte Puzzlestück fehlt auch mir noch. Allerdings habe ich im Cottage von Warren etwas versteckt. Das müsst ihr unbedingt sofort Sergeant Floyd oder meinetwegen auch Inspektor Blend zeigen. Sie haben vor mir etwas versteckt? Nicht doch vor Ihnen. Vor demjenigen, der uns dort gestört hatte. Rechter Besteckkasten. Diesen herausziehen und dann fällt etwas zu Boden. Wo könnte man Mrs. Barnes finden, wenn sie noch lebt oder aber ihren Sohn? Wer ist da bitte? Ich bin noch nicht ganz angekleidet. Rich Pools, ich bringe die Bank. Es dauert nicht lange. Die Bank! Das ging aber schnell. Gut, ich mache auf. Wenn Sie sich nicht an einem Modell älteren Baujahres im Morgenmantel stören. Ich verstehe nicht. Wo haben Sie die Bank? Ich muss Ihnen was erzählen. Ich bestehe drauf. Setzen wir uns rein? Ja, sicher, sicher. Sie voran. Meine Haushälterin kommt gleich. Dann haben Sie es bereits überstanden. Ich weiß, der Schraubenzieher ist sehr spitz. Sie sagen es. Was hat das zu bedeuten, Mr. Pools? Oh, ich denke, Sie wissen sehr genau, was das zu bedeuten hat. Weil Sie nämlich von der hellen Sorte sind und weil Sie mit einem Bobby befreundet sind. Ein Arbeiter wie ich ist gut mit den Händen. Aber wie ich immer gesagt habe, wenn du richtig schlau sein willst, such dir eine Frau. Frauen können keinen Nagel in die Wand schlagen und keine elektrische Leitung reparieren. Aber gib ihnen ein Problem zum drauf herumkauen. Und bevor du dich versiehst, haben sie es gelöst. Setzen Sie sich doch. Rich, das ist eine Abkürzung für Richard. Pools ist also der Name Ihres Stiefvaters. Ich wusste doch, dass Sie es herausfinden würden. Meine Mutter hat den alten Dougie Pools geheiratet und wir sind von St. Martin weg nach Guts Hill gezogen. Mein Stiefvater war Zimmermann und ich bin ihm in diese Fußstapfen gefolgt. Er lebt aber nicht mehr. Lebt Ihre Mutter noch? Die lassen wir raus. Sie haben die Drohbriefe an Alice Carpenter geschrieben? Ich habe sie mit einer neuen Schreibmaschine geschrieben. Aber ich habe sie mir nicht ausgedacht. Sie hat mir gesagt, was ich schreiben soll. Sie? Fergie Carpenter? Wissen Sie, ich habe Miss Mitchell gleich wiedererkannt, als sie zu mir in die Tischlerei kam wegen der Gartenmöbel. Sie hieß inzwischen Mrs. Carpenter und wohnte in diesem großen Haus, und sie hatte jede Menge Geld. Aber ich wusste, dass sie die Nichte der alten Miss Stamp war. Sie hatte sich kaum verändert. Sie hat schon immer gewusst, wie sie jemanden mit Geld finden konnte. Sie kam regelmäßig runter, um ihre Tante zu besuchen, und fast jedes Mal hat die alte Lady ihr Geld gegeben. Mom fand das schockierend, wie Miss Mitchell ihre Tante missbrauchte. Und wie kam dann Fergie Carpenter ins Spiel? Ich bin zu den Carpenters gefahren, um die Gartenmöbel abzuliefern. Sehr hübsche Möbel sind das. Es war ja auch der Grund, weshalb ich bei Ihnen die Bank für das Grab meiner Mutter bestellt habe. Es wird ganz sicher die Bank für Ihr eigenes Grab. Aber nun zurück zur Geschichte. Fergie war dort. Wir haben uns unterhalten. Aber sie war ein richtiges Miststück. Arrogant wie sonst was. Dachte, ich wäre ein Nichts, ein Arbeiter. Also beschloss ich, sie von ihrem hohen Ross zu stoßen und erzählte ihr, dass ich was über ihre Stiefmutter wüsste. Und als ich es ihr erzählt hatte, reagierte sie anders, als ich erwartet hatte. Sie machte mir den Vorschlag, dass wir ihrer Stiefmutter die Briefe schreiben sollten, als Witz. Sie war für Witze zu haben, die gute Fergie. Deshalb habe ich sie auch in den See gelegt, und ihr vorher den Schädel eingeschlagen. Genau wie bei der alten Miss Camp. Wenn sie es hätte sehen können, hätte sie den Witz zu schätzen gewusst.
Aber Alice Carpenter hatte immer gedacht, der Tod ihrer Tante wäre ein Unfall gewesen. Mom sagte, die Polizei würde glauben, dass es ein Unfall war. Ihre Mutter hat Miss Demp umgebracht? Natürlich nicht. Oh! Da! Aber es war niemand sonst dort. Sicher? Ich war niemand, hä? Aber Sie waren ein Junge, erst 10 Jahre alt. Was ist passiert? Ich wollte es nicht. Ich schlich ins Haus und suchte. Draußen waren Radfahrer vorbeigekommen. Sie unterhielten sich mit ihr. Dann kam sie unverhofft herein. Ich hatte schreckliche Angst. Ich packte einen Briefbeschwerer und sprang sie an, schlug ihr das Ding an den Kopf. Sie fiel wie ein Sack zu Boden. Ich sagte es Mom. Die rannte zum Cottage und sagte, Miss Stamp wäre tot. Wir würden es so herrichten, dass es wie ein Unfall aussah. Aber die Polizei glaubte es nicht, weil sie kein Wasser in den Lungen hatte. Und deshalb musste ihre Mutter die Polizei auf Alice lenken. Wir haben gute Arbeit geleistet. Ich mache meine Arbeit immer gründlich. Sergeant Floyd, heute wieder ganz der stürmische Gentleman. Wo ist er? Sie sind in Gefahr, Miss Rutherford. Da liegt er. Aber warum? Sie, er, ist er... Brauchen Sie einen Stuhl? Ja. Miss Rutherford, warum hat Rich Pools eine Wunde am Kopf? Und wer war das? Die Polizei wird gleich hier sein. Das war ich. Ich habe gesehen, wie Miss Rutherford durch das Fenster mit Richard Pools sprach und von ihm bedroht wurde. Ich wollte nur die Scheibe einschlagen. Der Stein ist dann doch etwas weiter geflogen. Er lebt noch, ist allerdings gerade ohnmächtig. Ein Wink des Schicksals, dass er nun ähnlich verletzt ist wie die 3 Opfer von ihm. Nur ging es für sie schlimmer aus. Wie haben Sie es herausgefunden? Durch das Foto unter dem Besteckkasten natürlich. Fergie und Richard Pools auf dem Weg am Waldrand, während sie in eine angeregte Diskussion verwickelt sind. Wahrscheinlich wollte Pools doch plötzlich Geld haben und Fergie versuchte ihm klarzumachen, dass das keinen Sinn hatte. Ich habe sofort Blend informiert und der hat seine kriminelle Vergangenheit beleuchtet. Pools hat schon mehrmals wegen Diebstahl eingesessen. Sergeant Floyd, ich denke, Sie werden Ihren Weg machen.